So, dann soll ich jetzt. Gibt es eigentlich noch Fragen zu diesem Vorfall mit dem Pfefferspray? Ja, gut, ich würde jetzt einfach nochmal die Geschichte so erzählen, wie sie halt war. Auch genau das, was ich vor Gericht ausgesagt habe. Und dann lese ich mal die Artikel, weil das eigentlich ganz interessant ist. Wie soll ich das beschreiben? Ich war mit dem Hausherrn, also mit dem Sascha, unterwegs und dann noch einem anderen Kumpel. Wir waren halt feiern im Szeneviertel, also nie feiern, einfach sinnlos im Café rumgehangen, dort am Automaten gesessen, irgendwas gegessen. Und genau um 5 früh, Samstag war das, das war der Tag vor dem Trödelmarkt, also es war, an dem Tag war Trödelmarkt. Das heißt, ich muss 6:30 am Trödelmarkt sein, weil es halt um 7 losgeht. Mit meinem Vater treffe ich mich 6:30 halt dort und deswegen haben wir die Nacht durchgemacht. Boah, war halt praktisch. Und deswegen bin ich halt früh um 5 Samstagmorgens dort ausgestiegen dann aus der Bahn, wollte nach Hause laufen. Dann haben wir halt dort so sinnlos rumgequatscht. Also wir haben jetzt wirklich niemanden irgendwie belästigt oder ähnliches. Haben also sind das in der Haltestelle gestanden, unsere Scherze gemacht, der Hausherr war vielleicht ein bisschen betrunken, was auch immer. Also schon ziemlich, wie immer. Und ja, das hat halt den Leuten nie gefallen so. Wir sind denen aufgefallen. Haben mich wahrscheinlich wiedererkannt und sind dann halt mit uns in die Bahn eingestiegen und mit uns auch ausgestiegen. Ich stand dann noch mit meinen beiden Freunden ungefähr so 5 oder 10 Minuten da, wir haben noch gequatscht und dann haben mich sozusagen die beiden dunkel gekleideten Menschen verfolgt, sind mir nachgelaufen und der eine von den beiden hat mir dann so, nachdem wir ein paar hundert Meter gelaufen sind, einfach hinterher gepfiffen so. Die sind mir hinterhergelaufen. Ich habe das schon gehört, aber was willst du machen? Also gemerkt, dass die mir hinterhergelaufen sind. Was willst du noch machen? Ist es halt so. Niemand geht davon aus, dass ich jetzt gleich hier überfallen werde oder so ein Quatsch. So kam es dann halt. Ich drehe mich um. Dann stand halt der eine schon so da. Und da habe ich es halt auch direkt in der Sekunde, wo ich mich umgedreht habe, ins Maul bekommen. Die beiden haben mich dort, das ist an so einem Hochhaus, wo so Mülltonnen sind, wie soll ich sagen, die waren ja zu zweit mit Pfefferspray. Man darf nicht vergessen, die haben es ja wirklich nicht geschafft, mich dingfest zu machen. Ich weiß nicht, was denn ihr konkretes Ziel war. Einfach nur mich zusammenzuschlagen oder mich auszurauben, kann man nur mutmaßen. Bei Gericht hieß der Anklagepunkt räuberische Erpressung, weil man ja grundsätzlich von einem Raub ausgehen muss. Der Täter hat im Gerichtssaal nicht ein einziges Wort gesagt. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Hat natürlich nur den Anwalt für sich sprechen lassen. Weil da kann man nichts sagen, was eben dann als Angeklagter hilft. Man kann halt nur gestehen und das ist wahrscheinlich nicht von Interesse gewesen. Ja, genau. Und die haben mich, wollten mich halt einkesseln, sag ich mal so, aber da gab es halt noch zwischen den Mülltonnen so einen schmalen Weg. Ich wohnte in der Nähe, deswegen wusste ich ja, dass es den Weg gibt und deswegen konnte ich wegrennen. Meine Freunde standen halt in der Haltestelle nicht mal 200 Meter weit weg, deswegen habe ich es zur Haltestelle geschafft. Die sind mir kurz hinterhergerannt, die beiden, aber in so einem Moment hat man dann Adrenalin und rennt natürlich schneller. Habe natürlich nur auf einem Auge was gesehen, das war sehr krass. Also, ich habe das Auge war komplett voll, so das Maul und das Ohr halt und die Haare waren alles komplett voll. Das war so ein richtig ekelhaftes Pfefferspray mit so einer öligen Konsistenz. Es gibt ja immer CS-Gas. Dann sind aus Wasser basiert und da immer das auf Öl. Und das war so richtig. Das waren die heftigsten Schmerzen meines Lebens bis zu dem Zeitpunkt. Hast du die erkannt? Nicht. Ich erzähle noch. Ich erzähle jetzt. Ich erzähle ja. Geduld. Das war vor 1,5 Jahren. Gute Besserung. Nee. Das war am 10.06. Steht das hier? Am 10.06.2017. Ich hab's ja persönlich schon vergessen, weil dieser Brief, dass es vor Gericht geht, kam vor 2 Wochen zu mir. Und meine Aussage zu dem Ganzen, die Identifikation, war vor über einem Jahr. Also für mich war das schon gar nicht mehr auf dem Schirm, so, wisst ihr, was ich meine? Und da bin ich halt weggerannt, haben direkt die Polizei gerufen, weil es ganz wichtig ist, sich sowas auch protokollieren zu lassen, solche Vorfälle. Dass man auch Ansprüche hat, wenn man bleibende Schäden hat zum Beispiel und ähnliches. Und ja, die haben wir dann nicht wiedergefunden. Haben versucht, das auszuwaschen. Ich habe zu Hause danach noch eine halbe Stunde geduscht. Es ging nicht komplett raus, hat einfach nicht aufgehört zu brennen. Ich hoffe mal, dass die wenigsten Menschen hier
die mir gerade zuschauen, schon mal etwas Ähnliches erlebt haben, das ist wirklich richtig, richtig ekelhaft. Wenn man es halt so richtig, das war ja so ein Abstand halt so richtig ins Maul, dann ist es halt nochmal verstärkt, der Schmerz und so, das war schon echt heftig. Ich will jetzt nicht rumjammern und so, aber wem das schon mal passiert ist, dem ist das, der kann es nachvollziehen, sag ich mal so. So, und dann, ja, habe ich halt unter Schmerzen dort so eine Aussage treffen müssen, das war sehr unangenehm. Das Gute am Ende für mich war halt, dass wir zusammen mit denen in der Straßenbahn gefahren sind, insgesamt 4 Haltestellen oder so. Und in Dresden sind alle Straßenbahnen kameraüberwacht. Und ich wusste auch genau, wann das war und so. Es ist ja nur, ich kenne Name und Adresse nicht persönlich. Mir ist das auch. Ich habe keinen Bedarf an Selbstjustiz. Das sei hoffentlich klar. Ja, aber wenn sowas in die Öffentlichkeit getragen wird, wenn alle darüber berichten, man zeigt ja den Täter hier so halb, sagt seinen Namen zur Hälfte, dann wird er ja so mehr oder weniger schon an den Pranger gestellt. Und wenn dann irgendwelche Menschen, die mir zum Beispiel die Fans von mir sind oder so, dann sich denken, ja, dem wischen wir mal eins aus, da habe ich keinen Einfluss drauf, das ist normal. Sollte man sich halt nicht mit Personen des öffentlichen Lebens anlegen, wenn man dann nicht derartige Folgen spüren möchte. Aber von mir selbst geht da absolut keine Selbstjustiz aus. Ich bin zufrieden mit diesem Urteil, was passiert ist, und damit muss man sich mal zufrieden geben, sonst wird man ja völlig wahnsinnig im Schädel, deswegen. So, den Einarmigen gucke ich mir am Ende noch an. Ich habe erstmal hier Wichtiges zu erzählen. Ja, das war's eigentlich. Aber jedenfalls durch die Bilder aus der Straßenbahn konnte man die beiden dann identifizieren. Und die Polizei hat dann halt auch die Menschen ermittelt, die schon erkennungsdienstlich erfasst waren. Hier waren ja schon 16 Anzeigen bzw. Verfahren vorher am Start bei dem guten Mann. So, das war es eigentlich mal dazu. Ich muss mal ganz kurz pullern.